Hallo und herzlich willkommen bei Smartphone Entdecken. Mein Name ist Sarah und im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit Ihrem Smartphone bezahlen können. Bargeld wird heutzutage immer weniger benutzt. Dafür liegt das Bezahlen mit dem Smartphone total im Trend. Allerdings stehen wir Deutschen dem Ganzen immer noch etwas skeptisch gegenüber, wobei es in anderen Ländern schon zum normalen Alltag gehört. Daher möchte ich heute mit einigen Vorurteilen zum Thema Bezahlen mit dem Smartphone aufräumen und Ihnen die Vorteile davon nennen. Das Bezahlen mit dem Smartphone ist extrem schnell und zuverlässig. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht immer das nötige Kleingeld zusammensuchen müssen und auch nicht darauf warten müssen, dass Sie Wechselgeld bekommen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass die meisten Menschen das Smartphone immer dabei haben, einfach um das Sicherheitsgefühl zu haben, wenn sie das Haus verlassen. Und daher würden sie niemals ohne Geld dastehen, weil sie dann einfach mit ihrem Smartphone bezahlen können, wenn sie mal zum Beispiel ihr Portemonnaie vergessen haben oder gar kein Bargeld dabei haben. Für mich ist jedoch einer der wichtigsten Vorteile die Transparenz. Denn wenn Sie das mobile Bezahlen benutzen, haben Sie immer alles im Blick. Das heißt, Sie wissen immer genau, wann, wo und wie viel Sie ausgegeben haben. Auch im Gewährleistungsfall haben Sie den Vorteil, dass Sie keine Papierquittungen mehr aufbewahren müssen, sondern alles in Ihrem Konto hinterlegt ist. Auch wenn Sie das Handy mal verlieren oder es kaputt gehen sollte, sind Ihre Daten eben mit diesem Konto verknüpft und Sie können dann darauf zurückgreifen. Vermutlich stellen Sie sich nun die Frage, wie es um die Sicherheit beim mobilen Bezahlen steht. Daher möchte ich heute mit einigen Vorurteilen zum Thema aufräumen und Ihnen zeigen, dass das Bezahlen mit dem Smartphone tatsächlich sicherer ist als zum Beispiel das Bezahlen mit der Kreditkarte. Funkfähige Kreditkarten können mittels manipulierter Lesegeräte ausspioniert werden. Bei Smartphones funktioniert das nicht ganz so einfach, weil die eine Technologie benutzen, die nur im Nahfeldbereich funktioniert. Diese Technologie dahinter nennt sich Nearfield Communication, was so viel bedeutet wie Nahfeldkommunikation. Das heißt, Sie müssen das Smartphone sehr nah an das Lesegerät halten, damit es funktioniert. In der Regel so circa 4 cm und alles darüber ist schon zu weit weg, um es auszulesen. Außerdem hat es den Vorteil, dass bei Smartphones keine 1:1 Übertragung Ihrer Bankdaten stattfindet, sondern quasi eine verschlüsselte Kopie davon gesendet wird und dadurch natürlich auch nicht die Informationen abgefangen werden können. Um das Sicherheitslevel beim Bezahlen oben zu halten, habe ich zudem einige Tipps für Sie. Erstens sollten Sie natürlich dafür sorgen, dass die Software auf Ihrem Smartphone immer aktuell ist. Das heißt, sobald es ein Update gibt, sollten Sie dieses auch durchführen. Zweitens sollten Sie natürlich dafür sorgen, dass wenn Ihr Smartphone verloren geht oder es sogar geklaut wird, dass Sie sofort handeln. Das heißt, Sie sollten dafür sorgen, dass Ihre Karten, die dort hinterlegt sind, sofort gesperrt werden, damit eben nicht Fremde darauf zugreifen können. Dazu können Sie entweder Ihre Bank anrufen oder einen zentralen Notruf wählen. Dieser zentrale Notruf ist unter der 116 116 zu erreichen. Drittens sollten Sie natürlich Ihre Abbuchungen immer regelmäßig im Blick haben. Das heißt, wenn da irgendwelche falschen Abbuchungen sind, sollten Sie das Ihrer Bank sofort melden. Aber das sollten Sie natürlich auch tun, wenn Sie kein mobiles Bezahlen benutzen, weil das natürlich auch bei normalen Online-Banking oder Banking vorkommen kann. Wenn Sie das mobile Bezahlen benutzen wollen, dann müssen Sie dazu entweder Google Pay benutzen, das ist das Bezahlprogramm für die Android-Smartphones, oder eben Apple Pay für iPhones. Bei iPhones muss man allerdings dazu sagen, dass Apple Pay nicht von allen Banken unterstützt wird. Bei Google Pay ist das im Prinzip auch so, allerdings kann man bei Google Pay auch einen PayPal-Account hinterlegen, den eigentlich jeder nutzen kann, der eben diesen Account erstellt hat. Die Einrichtung des mobilen Bezahlens ist dabei sehr einfach und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst einmal anhand des Android-Smartphones, da heißt die App wie gesagt Google Pay und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hier gehen wir natürlich dann auf die Google Pay App und dann sehen wir hier schon eine kleine Übersicht und wenn wir jetzt eine neue Methode zum Zahlen hinzufügen wollen, dann gehen wir hier unten auf Zahlung und dann auf Zahlungsmethode. Und hier können wir jetzt unsere Kredit- oder Debitkarte hinzufügen. Ich klicke da mal exemplarisch drauf. Und dann sehen wir hier schon, dass wir unsere Karte hinzufügen können, indem wir die einfach quasi abfotografieren. Und dann werden diese Daten von der Karte automatisch übernommen. Wenn Ihnen das allerdings zu kompliziert ist, dann können Sie die Informationen auch manuell eingeben. Das heißt zum Beispiel die Kartennummer,
den Inhaber und solche Sachen. Und dann gehen Sie einfach auf Speichern und schon sind die Kreditdaten hinzugefügt. Wenn Sie jetzt ein PayPal-Konto benutzen wollen, dann machen Sie das genauso und klicken hierbei einfach auf PayPal. Da funktioniert die Anmeldung natürlich etwas schneller, weil Sie nur Ihre PayPal-Adresse und Ihr Passwort eingeben müssen. Nun zeige ich Ihnen noch, wie Sie das mobile Bezahlen auf dem iPhone einrichten können. Das Ganze nennt sich hier Apple Pay. Allerdings heißt die App dazu nicht auch Apple Pay, sondern Sie müssen die Daten dazu im Apple Wallet angeben. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Wallet-App und dann sehen wir hier auch schon, dass wir unsere Wallet bzw. hier ein Apple Pay-Konto hinzufügen können. Dann gehen wir einfach auf Karte hinzufügen. Wie gesagt, nicht alle Banken unterstützen das. Momentan sind es nur Deutsche Bank, Comdirect, N26 und es kommen noch ein paar mehr Banken dazu. So, und hier haben wir dann die Übersicht. Das heißt, wir klicken jetzt hier einfach mal auf Fortfahren und dann können wir, wie gesagt, hier zwischen den Karten, die wir haben, eine hinzufügen. Und dann ist das Ganze auch schon eingerichtet. Aber nicht nur das Einrichten des mobilen Zahlens ist ziemlich einfach, sondern auch das Bezahlen selber. Sie müssen allerdings darauf achten, dass Kreditkarten angenommen werden. Und es wäre auch immer sinnvoll, wenn Sie der Kassiererin bereits sagen, Sie wollen eine Kreditkarte nutzen. Weil oft ist es so, dass wenn Sie sagen, Sie wollen mit dem Smartphone bezahlen oder mit NFC, dass die Kassiererin oft gar nicht selber wissen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, sagen Sie einfach, Sie wollen mit Kreditkarte zahlen und dann können Sie Ihr Handy zücken und müssen das einfach ungefähr 4 cm an das Lesegerät dranhalten. Und dann wird auch schon automatisch bezahlt. Manchmal müssen Sie auch noch einen PIN eingeben, beziehungsweise wenn Sie eine Touch-ID beim iPhone haben, den Finger eben auf den Sensor legen oder per Face-ID eben das Handy entsperren. Auch über PayPal, was eines der sichersten Methoden zum Bezahlen ist, können Sie natürlich Rechnungen bezahlen oder zum Beispiel auch Geld an Freunde senden. Wenn Sie sich zum Beispiel eine Restaurantrechnung teilen wollen und kein Bargeld dabei haben, dann können Sie das Geld einfach per PayPal an Ihren Freund senden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass diese auch PayPal besitzen. Ich zeige Ihnen das jetzt erstmal anhand des Android-Smartphones. Das heißt, wir gehen jetzt auf unsere PayPal-App und klicken dann hier einfach auf Senden. Und dann sehen wir zum Beispiel schon unsere importierten Kontakte, die bereits PayPal benutzen. Oder wir geben da eben die E-Mail-Adresse des Freundes ein und senden dann das Geld an diese Person. Dazu klicken wir dann einfach den Namen an, geben den jeweiligen Betrag ein und klicken dann auf Weiter. Beim iPhone funktioniert das im Prinzip genauso, deswegen zeige ich Ihnen das jetzt nicht, weil Sie da auch einfach nur auf die PayPal-App drücken müssen und die Bedienung im Prinzip gleich ist. Wie Sie sehen, ist das Bezahlen mit dem Smartphone kein Hexenwerk und ich hoffe natürlich, dass ich Ihnen das ein bisschen schmackhaft machen konnte, weil wenn Sie das mobile Bezahlen benutzen, werden natürlich auch die Schlangen an den Kassen etwas kürzer, weil das Ganze etwas schneller geht, als immer das Kleingeld heraussuchen zu müssen. Wenn Sie zum mobilen Bezahlen noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie das gerne in unseren Kommentarbereich und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch bei anderen Videos wiedersehen würden, die Sie zum Thema Smartphone entdecken, natürlich auf unserer Webseite finden.